The cake is a lie. Es hat wohl gestimmt. Am Ende der 19 Testkammern sollten wir verbrannt werden. Wo sind Sie? Sie sind doch hier. Ich kann es fühlen. Hallo? Wir konnten uns aber in letzter Sekunde mit unseren Portalen aus dieser brenzligen Situation retten. Und nun geht es weiter. Wir flüchten. Wir kennen uns hier nicht aus, aber vielleicht entkommen wir ja. Besser als auf jeden Fall gegrillt zu werden, dürfte es wohl sein. Die Stimme, Klados, fordert uns auf, zurückzukehren. Sollen wir auf sie hören? Ich denke im Traum nicht dran. Weil man jetzt aber auch penibel gucken muss, wo man lang möchte. Da kam ich her. Da ist so eine... Ich möchte auf die andere Seite, denke ich. Die einzige Frage, die sich mir stellt... Wie stelle ich das am geschicktesten an? Das ist ja ein bisschen entfernt von dem... Ja... Wenn ich aber... Mal Platz. Hauruck! Okay. Mal schauen, wo es lang geht. Das lassen wir nicht mit uns machen, ne? Und vorbei ist es mit der sterilen Umgebung. Ein Dia. Ein... Ja, weiß nicht. Ein Filmsaal. Dollars and Cents. Competing with Black Mesa. Und das ist die Company, die in Half-Life eine wichtige Rolle spielt. Aperture Science, ja, der Rivale. Gut, korrigiert mich, falls ich irgendeinen Dünnpfiff erzähle, aber... Meines Wissens ist das so. Hab ja selbst kein Half-Life gespielt. Und von hier aus... könnten die Forscher einen überwachen. Jedoch war nie jemand da, wie wir jetzt endgültig sehen können. Was hat das zu bedeuten? Wer hat uns geleitet? Geht es hier lang? Oh ja. Wir sollen hoch. Kommt von hier aus hoch? Fake is a lie. Hallo, ist da jemand? Nein, nein. Hier ist niemand. Wir sind in einer der Röhren. Wo die Kubus transportiert werden. Und zurück in einer der ersten Testkammern. Test ist vorbei. Gewonnen. Gehen Sie zum Rückgabekomplex, zu Ihrem Kuchen. Der Test war toll und wir sind beeindruckt von Ihrer Leistung. Das war's. Kommen Sie zurück. Ich weiß gerade gar nicht, was ich jetzt nochmal machen sollte. Ich box mich ein bisschen durch. Wollen sie einen mit Kuchen locken? Ich meine, die Versuchung ist da, ne? Schon clever gemacht, die Menschheit mit Kuchen locken. Das ist hart. Ups, machen wir das so. Ups. Funktioniert nicht überall. Moment. Ui, bin ich denn jetzt?
Lade Daten. Die Welt weiterladen. Alte Spiele. Das ist die falsche Richtung. Wo wollen Sie denn hin? Ich glaube nicht, dass Sie wissen, wohin Sie gehen müssen. Hauptsache weg von euch. Und ich erst zerquetscht werde. Das fände ich wiederum uncool. Zerquetschen ist nicht so meins. Das wäre eine Option, oder? Das da oben interessiert mich halt. Oder was ist das hier? Jetzt habe ich den Überblick total verloren. Ich hätte mich hierhin begeben können. Schade. Ich glaube, ich kann von dort vielleicht ein Portal schießen nach da drüben, ne? Eventuell. Immer wenn Klados sagt, ich bin total falsch, dann ist man genau richtig. Schade. Also ich kann mir schon vorstellen, dass ich da oben hin muss. Nur wie? Aus der richtigen Perspektive muss es wohl sein. Ups. Lustig, wie man sich selbst da noch reingehen sieht. Na guck mal, jetzt habe ich eine Wand gefunden. Hat es nicht auch Spaß gemacht, als diese Plattform in die Feuergrube hinabglitt und ich sagte, bis bald? Und sie riefen, und ich dann wieder, wir haben doch nur so getan, als ob. Das war toll. Das war toll. Ja, finde ich auch. Wir haben alle sehr gelacht. Aber jetzt mal Schluss mit lustig, ne? Ah, danke für die Pfeile, lieber Redman. Okay, die Stellen finde ich ein bisschen ungemütlich. Das gibt's in Teil 2 auch des Öfteren. Dass man, naja, auch nicht mal unbedingt weiß, wo man hin will. Ich glaube, da will ich drauf. Ich hoffe, alles Weitere sehe ich dann. Auf diesen, weiß nicht, Hochdruckzylindern. Hier über mir, das sieht das ziemlich... ziemlich interessant aus. Huch! Das Spiel war laggy. Das Spiel hat gehangen. Hatte ich Angst. War das zu viel des Guten? Na, das gönne ich mir nicht. Wieder die Kurzvariante. Ja, das sehe ich wohl. Es ist noch nicht so spät zum Umkehren. Ich bin nicht böse. Gehen Sie einfach wieder zum Testbereich. Huch. Over here. Ah, ich bin jetzt drüber. Okay. Ich war mir gerade unsicher. Hui, hier geht's aber ab. Sehr viel höher schaffe ich es gar nicht mal. Fast schon ein bisschen verzwickt, wa? Ich will ja jetzt nicht nach dem Sinn und Zweck dieser Röhren fragen, ne? Ich denke, das lassen wir mal.
Jetzt sind wir noch eins höher. Schade. Von hier oben kann ich doch da drüben ein Portal machen, oder nicht? Ja. Also es wird schon anspruchsvoll. Also das gefällt mir doch durchaus. Jetzt, wo ich ein bisschen weiß, wie ich da zu denken habe. Sagte er und wusste schon nicht mehr, wie es jetzt weitergeht. Hier vielleicht. Ja, warum nicht, ne? Stimmt, wir sollten einfach zurückgehen und alles vergessen. Man merkt schon, ihr liegt anscheinend was daran, dass es funktioniert, wie sie sich das vorstellt. Und dass es gerade ein bisschen aus den Fugen geht, dass ich quasi gegen das System arbeite, scheint ja gar nicht so gut anzukommen. Lade die Welt, bitte. Oh. Was? Liebe Turrets, ich bin euch auch nicht böse. Shit. Der hat mich erwischt. In die falsche Seite geguckt. Kein Problem, ich verstehe das. Ihr macht auch nur euren Job. Ja, ich finde, so geht es am entspanntesten. Die geraten dann so außer Kontrolle. Ein Kinderspiel. Oh, danke schön. Nachdem wir das geklärt haben, vor allen Dingen das Tageslicht bereits, das ist unser Ziel. Zurück nach draußen. Entkommen. Nein. Ich höre sie nicht und ja, dann bin ich halt kein guter Mensch im Sinne von, dass ich nicht so funktioniere, wie du Maschine dir das vorstellst. Noch jemand da? Ach, die waren friedlich. Hören wir noch ein bisschen Radio? Ja, bei euch gibt's nichts weiter, oder wie ist das? Himmelswillen. Wo bin ich denn gelandet? Wo bin ich denn hergekommen? Ich denke mal, da oben möchte ich hin. Dann sollte ich auch versuchen, auf die Röhre zu gelangen. Ja, da war ich ja. Moment. Ab und zu muss man suchen.
Oder man wird die Welt verfluchen. Kritischer Fehler? Gar nichts gemacht. Over here! Aber was wäre denn? Okay. Checken wir das nochmal aus. Vermutlich hätte ich das Radio herbringen sollen. The Cake is a Lie, natürlich. Gut, das wiederholt sich auch. Wir sollen hoch. Jetzt sehe ich keine Möglichkeit. Das macht es nie ganz so einfach, dass es hier eigentlich größtenteils gar nicht geeignet ist, ne? Schweige denn, man verläuft sich. Oh. Aber... ja! Wenn man es kann, macht es Spaß. Das ist Ihre Schuld. Es musste nicht so kommen. Das ist jetzt kein Scherz. Zurück oder ich töte Sie. Das... die wird immer weniger nett. Ich töte Sie und der ganze Kuchen ist weg. Oh, das geht zu weit. Das ist Ihnen ganz gleich, stimmt's? Das ist die letzte Chance. Achtung! Raketen! Die zersprengen sogar das Plexiglas. Nix wie weg hier. Wobei... mach doch schon mal ein kleines Portal hin. Denn hier ist das nächste Plexiglas. Was könnte das nur bedeuten? Watz. Over here! Oh, wartet. Das war genial. Ah, oh, jetzt hab's verbockt. Schnell die Rakete holen. Mehr Raketen heißt mehr Raketen heißt mehr Raketen. Passt das dann so? Wie stelle ich denn das am besten an? Damit ist die Röhre auch futsch. Das gibt uns einen neuen Kubus. Wir wollten noch nicht mehr... wollten uns doch keinem Kubus mehr versprechen nach unserem geliebten Herzenskubus, dem Kleiderkubus. Freiheit. Doch wenn es so einfach wäre. Da drehst du durch, ne? Da drehst du durch. Mal zurückdackeln. Portal ist gesetzt. Hm. Mit der Partlänge bin ich mir echt uneins, ob wir das noch heute schaffen oder nicht. Ich will es ja nicht raus, also unbedingt erzwingen. Ah, aber es beißt sich. Na, mal gucken. Vielleicht ist heute der letzte Part. Wo führt das Ganze hin? Das könnten wir langsam... oh mein Gott! Haha! Wir wollen es nochmal wissen, ne?
Gerne. Ich hasse dich nicht. Einer nach dem anderen. Wer will nur mal, wer hat noch nicht? Da ist ein altes Fischgesicht. Da ist noch einer drin. Oder war? Jetzt haben wir auf jeden Fall hier so eine Plattform und jetzt kommt der ganz große Spaß, ne? Hat es noch nicht ganz geschnallt, muss ich gestehen. Und es sind noch verdammt viele von den Dudes übrig. Was zur Hölle, ey. Gut. Schaut mal, wir sind hier oben. Das ist wirklich die schwierigste Stelle, was das angeht. Ach nö, sind sie alle wieder... Ich hatte doch schon ein paar bereinigt. Meine Herren. Echt alles voll hier mit den Viechern. Aber es sind die nettesten Gegner, die man sich vorstellen kann. Ich will runter. Noch jemand da? Kritischer Fehler. So, mit denen will ich mich sonst gar nicht weiter auseinandersetzen. Lasst mich jetzt nochmal logisch überlegen. Jetzt platzt mein Gehirn doch nochmal. Das ist schade. Ich muss hier oben drauf. Über mir. Wenn ich hier rauskomme mit Karacho. Und wieder in das blaue Portal falle. Wir machen es mal kerzengerade, ja? Ich fliege in das blaue Portal. Und setz über mir das nächste Rote. Dann bin ich da, wo ich hin wollte. Yay! Die haben zwei. Doch, das war eine kritische Ecke, muss ich sagen. Aber nichts scheint uns mehr aufzuhalten. Weil ich jetzt hier gerade noch nicht sehe. Wo wir uns da festhalten sollten. Ja. Es gäbe da einen Weg, nicht wahr? Ich muss aber auch treffen. Das hat besser funktioniert, als ich mir erträumt hätte. Finalstimmung. Naja, ziehen wir das Let's Play durch. Hauen wir Portal 1 zu Ende.
Ja. Denn hier ist der Kern des Ganzen. Die Stimme, die uns zu uns geredet hat. Das ist Klados. Tja, da sind sie. Herzlichen Glückwunsch. War es das wert? Denn trotz ihrer Gewaltbereitschaft ist ihnen bisher nur eines gelungen, mein Herz zu brechen. Seien sie damit zufrieden und wir hören einfach auf. Wir wissen wohl beide, dass es so nicht laufen wird. Sie wollten es so. Jetzt gibt's eine Überraschung. Überraschung in 5, 4. Einen Moment Auszeit, das sollte nicht passieren. Sehen Sie, was da aus mir herausfiel? Was ist das? Ich bin überrascht. Das habe ich noch nie gesehen. Na egal, das Rätsel löse ich später. Alleine. Denn Sie sind dann tot. Wo gehen Sie damit hin? Wohin ich damit will? Ich damit abgeben. Ich glaube, wenn Sie das berühren, wird Ihr Leben nur noch schlimmer. Dann zeige ich euch mal, wie der Endbosskampf des Spiels funktioniert. Aber Sie sollten das Ding lieber in Ruhe lassen. Da hinten können wir wieder etwas zur Hölle fahren lassen. Psychologische Spielchen mit Ihnen? Also jetzt mal im Ernst. Da, das wird jetzt zu spät sein. Hören Sie es, heben Sie es auf und stecken Sie es wieder rein. Jetzt mal ehrlich, wir wissen beide nicht, was das da ist. Legen Sie es in die Ecke, ich kümmere mich später drum. Ich brauche doch... Wahrscheinlich ist das ein Behälter für Ausscheidungen. Na los, reiben Sie es doch über Ihr Gesicht. Ach, der Humor. Er fängt schon gut an. Heiraten Sie das Ding doch, wenn Sie es so sehr lieben. Wollen Sie es heiraten? Ich lasse Sie nicht. Was sagen Sie jetzt? Ich scheitere noch ein bisschen daran. Hab ich Sie belogen in diesem Zimmer? Tut das weh? Haben Sie das Aperture Science Ding, das keiner versteht, in die Aperture Science Intelligenz Notverbrennungsanlage geworfen? Scheint so. Das ist ja wohl das Blödeste, das je. Oh, wow. Gute Nachrichten. Ich weiß jetzt, was das Ding, das Sie verbrannt haben, war. Es war ein Ethikkern, der installiert wurde, nachdem ich das Enrichment Center mit tödlichem Neurotoxin geflutet habe. Er sollte verhindern, dass ich sowas nochmal mache. Also ganz ruhig, während ich die Neurotoxin-Emitter aufwärme. Oh no! Der Kern 6 Minuten, wir sind tot. Zuständigkeiten. Ich kann die Turmabwehr nicht abschalten. Naja, wenn Sie meinen Rat möchten, legen Sie sich einfach vor das Gesch... Ja, ist in Ordnung. So ganz ruhig, während ich die Neurotoxin-Emitter aufwärme. Also. Der Kern hatte vielleicht weitere Zuständigkeiten. Ich kann die Turmabwehr nicht abschalten. Naja, wenn Sie meinen Rat möchten, legen Sie sich einfach vor das Geschütz. Das ist weit weniger schmerzhaft als das Neurotoxin. Machen wir das so. Gut, machen Sie einfach weiter mit dem, was Sie da tun. Sie zu töten und immer noch nicht. Guten Rat geben schließt sich nicht aus. Das Geschütz ist das bessere Mittel. Aber jetzt, was? Das ist nur die katalytische Crack-Anlage. Hat Schuhe für Waisen genäht. Super hingekriegt, sie hält. Wer bist du? Was ist das? Was ist das? Und so besiegen wir Klados Stück für Stück. Sondern Mord. Was hab ich ihnen je getan? Uns unterscheidet, dass ich Schmerz empfinden kann. Riecht es hier angebrannt? Das ist ihnen ganz... Riecht es hier angebrannt? Sie glauben mir zu schaden. So, Zeitlimit. Ich bin ein bisschen unter Stress. Man merkt es mir kaum an. Mir geht's bestens. Ich habe sie bisher überleben lassen, weil ich neugierig war, was sie wohl tun. Tja, den Teil von mir haben sie zerstört. Auch wenn ich's noch so sehr möchte, kann ich das Neurotoxin leider nicht schneller in ihren Kopf kriegen. Ich möchte noch betonen, dass sie alle Chancen auf Erfolg hatten. Es sollte sogar eine Party für sie Mann. Geben. Eine große Party mit all ihren Freunden. Ich habe ihren Freund, den Begleiter Kubus, eingeladen. Nur konnte er nicht kommen, weil sie... Und? ...konnten auch nicht kommen, weil sie keine anderen Freunde haben. Sie sind obendrauf. Unbeliebt. Hier steht's ja auch in ihrer Personalakte. Unbeliebt. Von keinem gemocht.
einsame, unbeliebte Person, um die niemand trauern wird. Um die niemand trauern wird. Genauso Rezepte. Ganz formell, ganz offiziell. Hier steht auch, sie wurden adoptiert. Das ist auch komisch. Was, ich wurde adoptiert? Danke für die Info an der Stelle. Apropos neugierig. Sind Sie neugierig, was nach Ihrem Tod passiert? Tja, ich weiß es, aber Sie finden... So, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich bin noch ganz entspannt. Tödlich. Ich ersticke. Kleiner Scherz. Als ich Neurotoxin tödlich nannte, war tödlich. Ich könnte den Baden, es in mein Müsli kippen, mir in die Augen reiben. Ernsthaft, es ist gar nicht tödlich. Sie dagegen werden seine Tödlichkeit weit... Möchtest das Gift ins Müsli kippen? Na mach mal. Reib dich damit ein. Wenn ich weg bin, Sie... Tja, Sie verschwenden Ihre Zeit. Und Sie haben wirklich nicht... Kipp dir das Gift ins Müsli. Ich will das sehen. Das wäre es mir wert. Ums Überleben, dann sollten Sie mir auf keinen Fall Schaden zufügen. Ich habe Ihren Gehirnscan mit Backup, falls Ihnen etwas Schlimmes zustoßen sollte. Und tschüss, Mann, geh baden! Das so blöd klingen Sie. Sie hatten Unrecht bei allem, was Sie je gemacht haben, und hier auch. Sie sind nicht klug, Sie sind kein Forscher, Sie sind kein Doktor, Sie sind nicht mal Vollzeit angestellt. Was haben Sie denn falsch gemacht? Wollen Sie verstehen? Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Story! Ich hoffe, das ist versichert. Wir kommen nach draußen. In die Freiheit. I'll be looking for freedom. Oh, es war so gut nachgesungen, das wird gleich copyright-claimed, ey. Da, Klados. Wir sind wieder draußen. Wir sehen zwar noch keine Menschenseele, aber wir konnten dem Horror entkommen. Was zum... Ich umschaue? Nee. Wir werden wieder zurückgezogen. Epische Kameraschwenks, ganz tief rein in die Misere, wo wir niemals hätten hinkommen können. Dort ist der Kuchen. Und der Kubus. Es war nicht gelogen. Da leuchtet was, da leuchtet ganz viel. Hey, hi. X. Und das war's. Die Credits. Jetzt ist dieser letzte Part ein bisschen länger geworden. This was a triumph. I'm making a note here. Huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Klados singt noch ein bisschen für uns. Tja, und das war Portal. Portal 1. Wir wissen immer noch nicht, was hier los ist. Aber anscheinend war selbst das schon zu diesem Zeitpunkt geplant, dass es weitergehen wird. Und natürlich folgt auch Let's Play Portal 2. Muss ja. Ich kann euch jetzt noch nicht sagen, wann, ob direkt oder ob es ein bisschen dauert. Metal, Leute, Metal, Leute. Oh, das gebrochene Herz. Ja, mich würde interessieren, wenn ihr das Spiel noch nicht kanntet, was ihr jetzt
davon denkt und auch die, die es kennen, ob ich mich kurz grenzwertig angestellt habe. Ich finde, wir kamen akzeptabel durch. Normaler Durchlauf, ne? Die Feuerzeuge! Ich hab keins. Ich will ein Klados-Konzert. Haben wir noch Tickets? Ja, das wird noch deep in Teil 2. Also, wenn das bei euch jetzt Anklang gefunden hat, habt, selbst wenn ihr es noch nicht kanntet, unbedingt Teil 2 nicht verpassen, denn der ist in vielerlei Hinsicht besser, es wird mehr verraten, es hat mehr Story. Es ist komplexer, es ist länger, es ist schwieriger, aber auch besser. Weil bei Portal 1 finde ich halt wirklich, ja, dass manchmal einfach ein Raum da ist, wo ganz viele Gegner sind, das missfällt. Und damit meine ich nicht mehr an diesem Part, sondern der eine andere, ne, wo ich ein bisschen gestruggelt habe. Wo ich gesagt habe, du wirst ja dann getroffen, ohne weiteres. Du musst ja erstmal reingehen, um ein Portal zu setzen. So sauber fand ich das jetzt nicht. Ja gut. Ja, ja. Lebt noch. Mir geht's toll, ich lebe noch. Sie sterben und ich lebe noch. Und wenn sie tot sind, lebe ich noch. Wir werden sehen. Da ist der Kuchen. Der sieht ein bisschen merkwürdig aus. Sieht aus wie, als wären es Kaffeebohnen oder so. Oder dieses Holz, wenn dieses sandähnliche Holz auf Spielplätzen oder so. Ja gut, der Part war jetzt dann doch ein ziemlich langer, deswegen würde ich hier den jetzt auch beenden und somit auch das Let's Play. Es gibt Bonuskarten, es weiß nicht, ob es ja auch Koop-Sachen gibt oder Fan-Maps. Das gibt's alles in Teil 2. Und da sehen wir uns wieder. Wie gesagt, ich weiß noch nicht wann, aber gut Ding will Weile haben. Ich werde auf jeden Fall mit Portal 2 euch auf den Sack gehen. Mir hat Spaß gemacht. Ey, kein Vergleich zu dem ersten Durchlauf damals. Damals habe ich 3 Livestreams gebraucht. Holy fuck. Ja, damit verabschiede ich mich. Ein letztes Mal Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Bis Portal 2. Bis dann und ciao.